Hey Servus, hier ist wieder der Andi. Wenn ihr diese Meldung seht, dann wisst ihr bestimmt ganz genau, was passiert. Ich habe keinen Plan, was ich hier genau mache und am Ende sind meine NFTs weg. Gerade weil alles sehr kryptisch und komplex ist, schauen wir uns im Video die Transaktionstypen an und ich zeige euch Möglichkeiten, eure Wallet vor Hacks zu schützen. Der häufigste Transaktionstyp ist wohl Ether zu versenden. Bei dieser Transaktion findet die Interaktion nur mit MetaMask und euch statt. Es ist also völlig egal, auf welcher Webseite ihr euch befindet. Wir können damit Ether an einen Account schicken und das Ganze wird mit einer kleinen Gas-Fee an die Z-Wallet übertragen. Beim Minten von NFTs ist das meistens etwas anderes. Ihr klickt klassischerweise auf einen Mint-Button auf einer Website und ihr seht, dass ihr eine Funktion aufruft, dass Ether und eine Gas-Fee erwartet. Normalerweise sieht das Ganze so aus. Ganz oben lest ihr oft noch das Wörtchen Mint oder SafeMint. Sollte die Transaktion ganz anders aussehen, dann lasst lieber die Finger weg. Als nächstes zeige ich euch Signature Requests. Sogar hier mit einer weiteren Besonderheit, nicht nur, dass die Message kryptisch zu lesen ist, sie ist auch noch auf Japanisch. Sowas unterschreibe ich natürlich. Signing-Prozesse triggern aber keine Transaktion auf der Blockchain. Oh no, hier shippt gerade mein Tamagotchi. Aber nochmal zurück zur Signatur. Verschiedene Seiten haben mehr oder weniger kryptische Nachrichten. Der Button unten rechts nennt sich hierbei Unterschreiben. Sie wird benötigt, um euren Account zu verifizieren. Signaturen sind in der Regel ungefährlich. Nun kommen wir zu einer gefährlichen Transaktion. Hierbei geben wir ein Approval auf eine Collection. Diese Form von Transaktionen führt in den meisten Fällen zum Verlust von NFTs. Wir geben damit nämlich einer dritten Adresse freie Hand, unsere NFTs zu übertragen. Werden die NFTs aus unserer Wallet gezogen, so spricht man von Draining. Wenn wir auf OpenSea ein NFT verkaufen wollen, so müssen wir OpenSea ein Approval auf unsere Collection geben. Das sorgt dafür, dass bei einem Verkauf OpenSea treuhänderisch die NFTs für uns an den Käufer übertragen kann. Um euch optimal zu schützen, empfehle ich euch eine 3-Wallet-Strategie. Dabei erstellt ihr euch eine Minting-Wallet, den sogenannten Burner, eine Trading-Wallet und ein Vault. Wenn ihr eine Wallet erstellt, dann bekommt ihr einen Private Key. Mit diesem Private Key könnt ihr mehrere Accounts erstellen. Jeder dieser Accounts ist ein weiteres eigenständiges Konto mit eigenen Guthaben. Verliert ihr euren Private Key, kann ein Angreifer damit aber den Zugang zu all euren Subaccounts erlangen und diesen leerräumen. Daher empfehle ich euch, eine zweite MetaMask einzurichten. Diese können wir zum Beispiel dann die Haupt-MetaMask importieren und verwalten. Wir brauchen also keine zwei Browser mit unterschiedlichen MetaMask-Installationen, sondern können auf alle Konten von einem Ort zugreifen. Wenn ihr den Private Key verliert, ist das zwar immer noch schlimm, aber immerhin ist euer anderes Konto noch sicher. Wie ihr das macht, zeige ich euch kurz. Ich habe dafür eine zweite MetaMask im Brave Browser installiert. Ihr könntet das auch am Handy machen zum Beispiel. Ich klicke oben rechts auf die drei Punkte und wähle Account Details. Hier kann ich, wenn ich mein Passwort eingebe, den Private Key exportieren. Nachdem ich nicht will, dass ihr mich hackt, überspringe ich den Schritt. Dann nehmt ihr den Private Key in die Zwischenablage und wechselt in euer Haupt-MetaMask. Mit Hilfe des Buttons Account importieren könnt ihr dann euer anderes Wallet hinzufügen. Ihr könnt wie gewohnt mit allen Konten interagieren. Wir nennen den Account noch um, dann ist direkt klar, um welches Konto es sich handelt und dass das Konto importiert ist, sehen wir in der kleinen Badge hier mit dem Importieren-Text. Nun empfehle ich euch, noch ein drittes Wallet anzulegen, euer Cold Wallet, auf dem ihr eure teuren NFTs oder euer Kryptovermögen sicher speichern könnt. In meinem letzten Video habe ich sehr ausführlich gezeigt, wie das geht. Schaut euch das am besten an. Damit das Ganze Sinn macht, unterscheiden wir nun, mit welchem Wallet wir welche Transaktionen machen. Wir verbinden uns nur mit unserer Minting Wallet mit Webseiten, die wir nicht kennen. Auf dieser Wallet befindet sich nur immer so viel Ether, wie wir benötigen, um zum Beispiel am Mint teilzunehmen. Die Wallet tradet nicht und hält auch keine NFTs. Die NFTs werden in unser Trading Wallet oder direkt an das Cold Wallet geschickt. Unser Trading Wallet mintet nicht und connectet sich ausschließlich mit OpenSea, Blur und Co., um zu traden. Gekaufte NFTs, die wir behalten wollen, schicken wir in unser Cold Wallet. Unser Cold Wallet unterschreibt niemals und interagiert auch niemals mit Websites oder anderen Wallets. Wir interagieren damit nur mit unserer Trading Wallet. Damit sind unsere NFTs sicher. Als vor kurzem Kevin Rose gehackt wurde, bin ich auf ein Tool von Stelo Labs aufmerksam geworden. Ich habe es mal installiert, um zu schauen, ob ich damit noch sicherer unterwegs sein kann. Es handelt sich dabei um keine Wallet, sondern um ein Plugin, das vor einer Transaktion prüft, um welche es sich handelt und ob euch das schaden könnte.
Man kann das Ganze im Browser hinzufügen und seine Wallet connecten. Nun poppt vor jeder MetaMask-Transaktion ein extra Fenster auf, das erweiterte Hinweise gibt. Mintet, signiert, approved oder interagiert ihr über MetaMask mit der Blockchain, so wird ein neues Fenster angezeigt, was euch mit Ampellogik hilft, Transaktionen besser zu klassifizieren. Sollten alle Stricke reißen und ihr habt versehentlich ein Approval gegeben, dann geht so schnell wie ihr könnt auf Revoke Cash. Hier könnt ihr euch connecten und eure Approvals für NFTs und Kryptos einsehen und wieder entziehen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt dabei. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Andi.